Unser Ziel ist es doch, in den Himmel zu kommen. Und wenn wir dann Jesus angenommen haben und auf ihn vertraut haben und dann sterben, dann kommen wir doch dorthin. Aber wie wird der Himmel eigentlich aussehen? Offenbarung 21,21 sagt uns, und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold. Aber was ist, wenn man kein Gold mag? Der Himmel ist langweilig, wir singen 24 Stunden Lieder und alles sieht seltsam aus, das finde ich gar nicht schön. Das ist, was ich schon mal gehört habe. So das, was die Bibel über den Himmel sagt, das ist gar nicht schön, da möchte ich gar nicht hin, das ist doch langweilig. Aber ich glaube, viele Menschen, aber auch Christen, haben ein merkwürdiges Bild von dem Himmel. Aber was sagt die Bibel wirklich, wie der Himmel aussehen wird? Was geht, Cory hier, und heute habe ich schon wieder vergessen, den Ton aufzunehmen. Was geht, Cory hier? Geht's euch gut? Bevor wir anfangen, möchte ich erstmal Danke sagen, dass ihr immer wieder einschaltet und Kommentare hinterlässt und wir wieder ein Thema besprechen können, und zwar Fakten über den Himmel. Aber bevor wir anfangen, muss ich meinen Pullover ausziehen, weil mir wird warm. So, viel besser. Ich wollte dieses Video heute mal machen. Erstens, weil es ein schönes Video ist, einfach nur drüber nachzudenken und nochmal drüber zu lesen, was die Bibel eigentlich sagt, wie der Himmel aussehen wird. Weil wir häufig unser eigenes Verständnis haben. Wir werden, keine Ahnung, auf Wolken fliegen, wir werden Flügel haben, wie auch immer es aussehen wird. Wir haben immer unser eigenes Verständnis von, wie wir gerne den Himmel haben würden und wie er eigentlich wirklich aussieht. Und deshalb habe ich euch heute 10 Fakten rausgesucht, wie der Himmel eigentlich wirklich ist, laut der Bibel. Nummer 1. Unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Hier auf dieser Erde sind wir nur vorübergehend. Alles das, was wir hier sehen, ist vergänglich. Aber wir gehen irgendwo hin, wo es nicht vergänglich ist. Philipper 3, Vers 20 sagt uns, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Hier auf dieser Erde ist es doch so, dass wir irgendwann von unseren 4 Wänden genug haben und sagen, oh, ich muss in den Urlaub, irgendwie bin ich nicht erfüllt genug, ich muss raus. Und dann sind wir im Urlaub und dann nach ein paar Wochen sagen wir wieder, oh, ich brauche endlich wieder mein Zuhause, ich muss kochen und ich muss eigentlich meine eigenen 4 Wände haben. Und dann fängt das alles wieder von vorne an, aber man fühlt sich nie wirklich zu Hause. Oder es fühlt sich nie so an wie unsere Heimat. Ganz anders wird es sein im Himmel. Endlich wird es sich so anfühlen, als ob wir zu Hause angekommen sind. Nummer 2. Wir werden Gottes Gegenwart sehen. 1. Korinther 13, Vers 12 sagt uns, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon erkennt. Ihr dürft nicht vergessen, damals waren Spiegel ein bisschen anders als heutzutage. Heute sieht man ziemlich klar, was uns da gegenübersteht. Aber im Himmelreich werden wir ganz klar Gott erkennen. Wir werden aber auch alles erkennen, was wir jetzt nicht erkennen. Wir haben jetzt noch Fragen, Sachen, die uns einfach ungeklärt sind. Aber im Himmelreich werden wir entweder diese Fragen nicht mehr haben oder sie werden offenbart werden. Aber nur Gott weiß alles. Und Nummer 3, Gott wird eine neue Erde machen. Offenbarung 21 sagt uns, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Es heißt, es wird was Neues da sein, etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Aber, Punkt 4, es wird physisch sein, denn wir werden einen neuen Körper bekommen. Ein Körper, der nicht mehr krank wird. Eine neue Erde, die nicht mehr zerfällt und durch Abgase oder irgendwas verpestet wird. 1. Korinther 15, 42 bis 44 heißt es, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Und dann noch so weiter wird einfach erklärt, wie unser jetziger Körper zerfällt. Aber unser neuer Körper ist der, der ewiglich bleibt. Wie cool ist das, wenn ihr euch das vorstellt? So viel zu
im Himmel wird es langweilig und im Himmel wird es nervig. Erstmal, wir werden nicht mehr krank, wir werden nicht müde. Wie können wir uns darauf denn nicht freuen? Nummer 5. Wie auch immer das alles aussehen wird mit der neuen Erde, dem neuen Körper. Aber es heißt auch, wir werden in Häuser leben. Ich glaube zwar, dass es viel physischer ist, als wir uns vorstellen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir uns das nicht vorstellen können, wie es wirklich sein wird. Aber es heißt, wir werden in Häuser leben. Denn es heißt doch in Jesaja 65, Vers 21, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Oder wie Jesus uns auch gesagt hat in Johannes 14, Jesus bereitet unsere Zimmer für uns vor. Wie krass ist das denn? Sechstens, wir werden unsere Familie und unsere Freunde und alle unsere Geliebten wiedersehen. Wir werden keine Ehe mehr haben, wie auch immer das aussieht, auch wie traurig sich das eigentlich anhört, aber es wird, dazu kommen wir später noch, es ist viel, viel, viel besser sein, als wir uns das vorstellen können. Aber David sagt doch in 2. Samuel 12, Vers 23, als sein Kind gestorben ist, hey, mein Kind ist zwar tot, es bringt jetzt nichts mehr für ihn zu beten, aber ich werde ihn ja wiedersehen. Und zwar sagt er, ich werde wohl zu ihm gehen, er wird aber nicht zu mir zurückkommen. Auch er hat schon verstanden, dass vielleicht kommt er nicht wieder auf diese Erde zurück, aber ich werde, David wird zu ihm gehen und irgendwann wieder mit ihm vereint sein. Ist das nicht total tröstend? Und Matthäus 8, Vers 11 sagt auch, dass viele Menschen zusammenkommen werden, auch Abraham, Isaak, Jakob, um im Reich Gottes an einem Tisch zu essen. Es werden keine negativen Emotionen mehr existieren. Wir werden auch weiterhin Emotionen haben, weil es heißt ja, wir werden jubeln und uns freuen. Aber die negativen werden abgeschafft. Und klar höre ich jetzt wieder Leute sagen, aber negative Emotionen, Trauer und so machen dich doch zu dem Menschen, der du bist oder so. Und das ist wahr hier auf dieser Erde, aber wenn du nicht mehr wachsen musst, weil im Himmel alles perfekt ist, dann brauchst du diese negativen Gedanken, negativen Emotionen nicht mehr. Offenbarung 21, Vers 4 sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerzen wird mehr sein, denn das Erste, das Alte, das Vergängliche ist vergangen. Wir werden zwar arbeiten, aber Arbeit wird nicht mehr so sein wie jetzt, weil die schwere Arbeit ist ein Fluch, unter der wir sind, seitdem Adam gesündigt hat. Offenbarung 22, Vers 3 sagt uns nämlich, und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Wir werden Gott immer noch dienen auf irgendeine Art und Weise. Wir werden immer noch Arbeit haben auf irgendeine Art und Weise. Aber es wird nicht mehr so qualvoll sein, wie wir hier auf dieser Erde erleben. Sachen, wo wir Überstunden arbeiten müssen, wo wir schwer heben müssen, wo wir Schmerzen entwickeln und so weiter und so fort. Es wird eine ganz andere Art sein zu arbeiten. Eine Sache, wo du gerne zur Arbeit hingehst, nicht müde zurückkommst, auch nicht voll Schmerzen zurückkommst, sondern wir können uns freuen auf die Arbeit, auf das, was wir letztendlich geschaffen haben. Und zuletzt, es werden Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung im Himmelreich herrschen und nicht mehr vergehen. Matthäus Kapitel 6, Vers 19 und 20 zeigt uns, dass wir uns keine Schätze hier auf dieser Erde sammeln sollen, sondern wir sollen das sammeln, was ewiglich ist, das, was nicht von Motten oder Dieben weggenommen werden kann. Und genau das sind diese himmlischen Dinge, die wir jetzt schon sammeln können. Stellt euch einfach das Positivste vor, was ihr euch vorstellen könnt. Multipliziert das mal 1 Milliarde und ihr kommt immer noch nicht daran, wie der Himmel sein wird. Wir können jetzt schon einen Teil des Himmels erleben. Und das, was wir mit Gott in unserem Alltag erleben und teilen,
das wird für uns im Himmelreich Alltag sein. Und es wird noch viel besser sein, denn dort müssen wir keinen Kampf mehr mit unserem Fleisch, mit der sündigen Natur kämpfen. Aber ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen zu verstehen, wie der Himmelreich aussehen wird. Klar, vieles ist Bildsprache, vieles ist nicht ganz eindeutig, aber es wird sicherlich nicht langweilig sein. Wir werden sicherlich nicht zurückschauen und denken, ah, wäre ich doch lieber auf der Erde geblieben. Denn das Beste, was wir uns vorstellen können, ist noch nichts im Vergleich zu dem, was im Himmelreich sein wird. Aber das war's erstmal für diese Woche. Falls ihr noch ein paar Verse habt über den Himmelreich, postet sie doch gerne unten in die Kommentare und wir können uns ein bisschen austauschen darüber, was die Bibel noch so über den Himmelreich sagt. Aber bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder. Corey hier, ihr da. Alles klar.